Hallo Mama, ich bin's nochmal, Alina. Seit Tagen versuche ich dich zu erreichen. So langsam mache ich mir echt Sorgen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir und ich hoffe, du bist da. Wenn du das abhörst, ruf mich bitte zurück. Tschüss. Die Spezialisten. Die Sanitäter folgen dem Notruf der 26-Jährigen. Die Melderin hatte angegeben, dass sie die Mutter in ihrer Laube in der Schrebergartensiedlung gefunden hat. Doch der Weg zur Patientin ist Franco Fabiano und Tolga Gül versperrt. Der Grund? Ein gefährlicher Hund. Ich habe sie angerufen. Guten Tag. Ich bin Alina Eickhoff. Ja. Meine Mutter liegt dort in der Hütte. Sie bewegt sich nicht mehr. Okay. Dann gucken wir doch mal. Und hier wo ist sie denn genau? Sie liegt hier und hier ist ein riesiger Hund. Das ist ein riesiger Hund? Ja, hinter der Tür. Der hat gleich geknurrt und ich komme nicht ran. Sie, das ist ein Hund. Sie bewegt sich nicht mehr. Okay, dann gehen Sie mal eben kurz zur Seite. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ach, da liegt sie. Wo ist denn der Hund? Okay. Wo soll der Hund sein? Hier hinter der Tür. Hallo. Wo ist ein Hund? Wir müssen versuchen, den Hund irgendwie da rauszulocken. Der knurrt aber ganz schön hier, ne? Haben Sie irgendwie Leckerlis? Sie kennen den Hund nicht? Nein, wir haben uns längere Zeit nicht gesehen. Sie hat gesagt, sie will sich einen Hund anschaffen und ich kenne ihn aber nicht. Also wir kennen den Hund nicht, also können uns jetzt nicht da helfen, nee. Weil er ja so knurrt, ne? Ich glaube, ja. Der hat ein Problem, dass wir reinkommen. Ja. Wir müssen immer den Eigenschutz beachten. Das heißt, wir können nicht einfach so reingehen, auch wenn ja, Gefahr im Verzug ist. Aber wenn wir reingehen und der Hund, man weiß ja nie, was ist, uns auch noch verletzt, ja, dann haben wir noch mehrere Verletzte und dann haben wir ein Problem. Ja, glaube ich. Wir müssen rein. Also gibt's irgendwas? Müssen wir irgendwas wissen, dass sie jetzt irgendwie da umgefallen ist? Wir haben uns seit Monaten nicht gesehen. Ich habe sie nicht mehr. Ich habe Leckerlis. Hast du Leckerlis? Ja. Okay, dann wissen wir mal. Franco, lass mich mal da. Bluthochdruck. Was hat sie? Bluthochdruck. Bluthochdruck. So, geht mal kurz zur Seite. Ja. Falls nicht, dass ich wüsste. Nicht, okay. Dass da. Okay. So, pass auf. Also ich möchte dich jetzt nicht auch noch hoch. Komm mal her. Das ist ja schon mal eine gute. Dann nimm ihn mit, damit ich reinkomme. Nimm ihn direkt mit. Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Ach, ich hab ihn. Franco, gehst du rein? Ja, geh, nimm den Hund mal mit. So. Oh. Ich halt gar nicht daran. Hallo. Nachdem wir ja den Hund losgeworden sind, sind also reingekommen, hatten wir noch ein Problem. Es war alles vollgestellt, voll Bretter, voll Bücher, Kartons. Ich kam gar nicht an die Mutter ran und war auch sehr schwierig, weil sie in einem somnolenten Zustand war und konnte dementsprechend sie erstmal gar nicht richtig behandeln. Können Sie mich hören? Mama! Ah, ja. Vorsicht! Was? Ja, ganz ruhig. Kommen Sie mal ganz kurz ruhig zur Seite. Ja. Nehmen Sie das hier auch noch mal bitte. So, bleiben Sie ruhig, ganz ruhig. So, Stiffneck. Stiffneck. Hören Sie mich? Ja. So, ganz ruhig. Was ist passiert? Bitte? Weiß ich. Wissen Sie das nicht? Ja, ist schön. Ich geh. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal direkt Monitoring dran machen. Sollen wir erstmal drehen? Wir machen jetzt erstmal den Stiffneck. Wir legen Sie jetzt einmal ruhig. Oh, warte, bevor wir jetzt. Ganz ruhig. Ruhig bleiben. Wo sind die Schmerzen? So, am Rücken. Wo? Hier? Ja, ah, was ist denn hier? Tut das weh? Nein. Mama. Gar nicht? Nein. Oh, Mama, ganz okay. Ruhig. Bewegen Sie rum. Wir sind da. Ich nehme den Kopf. Okay. So, ganz. Hast du den Kopf? Hast du den Kopf? Locker. Ja, okay. hab ich. Ja. Sehr gut. So, wir nehmen jetzt den Stiff weg. Nein. Ja, wie nein? Gehen Sie mal eben kurz zur Seite, bitte. Sie hat keinen Kopf, aber ruhig. Sie mag keine Schals. Nee. Franco, ja. Sie mag Sachen. Lassen wir das sagen. Sie mag keine Schals. Das macht ein Engelgefühl. Die Sanitäter wollen der Patientin Katja Eickhoff weiteren Stress ersparen und verzichten deshalb auf eine Halskrause. Am wichtigsten ist jetzt, die Mutter zu beruhigen und ihre Vitalwerte zu überprüfen. Franco Fabiano hält ihren Kopf derweil stabil. Das errötete Gesicht der Frau spricht für einen gefährlich hohen Blutdruck.
Versuchen Sie sich mal ein bisschen zu beruhigen. Genau. Aufrecht. Alles wird wieder. Wir bringen Sie gleich in aufrechte Position, dann schauen wir mal, was der Blutdruck sagt. Okay. Ja. So, und dann werde ich noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Ne? Ich möchte nämlich einige Dinge wissen. Und Sie wissen von gar nichts, von keinem Hund und. Wir hatten wochenlang keinen Kontakt gehabt. Ich habe Sie immer versucht zu erreichen und. Wäre ich bloß eher gekommen. Oh, Alina, okay, so sah es doch sonst hier nicht aus. Was ist Franco, hier passiert? Franco, wir haben Sinusrhythmus, keine Hebung. Zum Glück waren die Rettungskräfte so schnell vor Ort und wussten, was zu tun ist. Ich weiß immer noch nicht, was hier los ist. Warum meine Mutter mit all diesem Krempel in dieser Hütte haust. Und so kann doch kein Mensch leben. Atmen Sie mal ganz normal weiter ein und aus, ja? Okay. Das bringt ja jetzt nichts, wenn Sie jetzt noch... Ja, Sie sind hier auf Scherben. Sie sind hier auf Scherben gefallen. Okay, gut. Ich guck mal das mal gerade an. Ja. Nicht so gut, ne? Machen wir das okay, so. Okay, die sind etwas tiefer. Franco, lass uns das genau, eben hier abdecken. Keine Gefäße verletzt. Das erpressen auf jeden Fall. Das tut weh, ne? Ja. Hier, da sind die Schmerzen, ne? Aber hier, wenn ich hier mache, ist alles gut, ja? Tut das weh? Nein. Franco? Ja. Da haben wir auf jeden Fall, das ist dieses Porzellan hier. Hier das Zeug. Ist da drauf das hat's auf. Scheiße, gut. Das zwiebelt auch. Ja, das sagt man doch nicht. Okay, gut. Einmal Leuko. Ja, gut. Wir werden jetzt mal gerade Ihre Wunden ein bisschen abkleben. Ja. Ja, wie sieht's aus? Noch schwindelig? Es geht. Haben Sie einen Kloß im Hals? Bisschen, ja. Hm. Das ist der Blutdruck. Die Ersthelfer erfahren, dass die Patientin ein Medikament in Form eines Sprays gegen ihren Bluthochdruck nimmt und es diesen Morgen nicht finden konnte. Auch die Sanitäter fragen sich, warum die Frau überhaupt in dieser Laube wohnt. Die 53-Jährige scheint große Probleme zu haben. Mama, hier sind ganz viele Anrufe auf deinem Telefon. Meine und wer ruft dich denn ständig an? Ich weiß es nicht. Die hat ja zurückgerufen. Da ist jemand wohl sehr wichtig, oder? Unterdrückt, ich weiß es. Okay, einmal Kompresse. So, okay, gut. Aber das ist jetzt sowieso egal, ja? Jetzt gucke ich mir sie an. Sie sehen, man sieht auch, sie haben hohen Blutdruck. Das Nitro-Spray, wo ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe es hier gesucht. So, weil es lag hier irgendwo. Sonst guck mal hier. Guck mal, was ist denn da? Sonst gibt mir mal das Nitro von uns. Guck mal da. Ah, schauen Sie mal. Da ist es. Jetzt erklären Sie mir noch mal in Ruhe, was genau hier vorgefallen ist. Sie sind hier gewesen? Sind Sie ohnmächtig geworden? Haben Sie das Gleichgewicht verloren? Ich habe nur mal ein Nitro-Spray gesucht und das dann bin ich gefallen. Ich war nicht ohnmächtig. Wohnen Sie hier? Ja, jetzt schon. Jetzt schon? Ich habe meinen Job verloren und meine Wohnung verloren. Okay, ja. Mein Mann ist gestorben vor 2 Jahren. Okay, das tut mir leid. Ja. Ich habe gedacht, ich schaffe das alleine, aber es geht nicht. Aber hier zu wohnen ist doch... keine gute Lösung, oder? Ja. Aber mit Ihrem Mann? Ich schaffe es nicht. Ich habe die Wohnung verloren. Und ja. Ich habe gedacht, das geht. Ich habe gedacht, ich kriege das alleine hin. Alina muss sich doch auf ihre Ausbildung konzentrieren. Ja. Können Sie das eben festhalten, bitte? Ihre in Frankfurt lebende Tochter hat von all dem nichts gewusst. Die Auszubildende ist geschockt, dass ihre Mutter nach dem Tod des Vaters Job und Wohnung verloren hat und sie mit den Erinnerungen an ihren geliebten Mann nun in der Laube haust. Ich muss mal sehen, dass wir sie erstmal hier rausbringen. Ja, und ich weiß, sie sind auch viele Erinnerungen, gehe ich von aus, ne? Mit ihrem Mann, das kann man verstehen. Aber eine Lösung ist das nicht, okay? Ich kann mich von den Sachen einfach nicht trennen. Ich weiß, das könnte ich mir gut vorstellen, ne? Das ist das Einzige, was ich von ihm noch habe. Ich habe sonst alles verloren. Die Wohnung ist leer geräumt. Mhm. Mama, ich brauche diese Sachen. Genau. Wir schaffen das zusammen. Ihre Tochter ist auch da. Ja, schauen Sie mal, Sie haben, auch alleine Sie haben eine große Tochter, die Ihnen bei den ganzen Sachen noch helfen kann, ja? Ja. Sie haben sie auch großgezogen und dann kann Ihre Tochter Ihnen ja was zurückgeben. Ne? Sie haben sich doch auf Ihre Ausbildung konzentriert. Ja, natürlich, aber Blut ist dicker als Wasser. Ja. Wir kriegen das hin. Also man kann sich immer gegenseitig irgendwie versuchen zu helfen. So, der Druck ist ein bisschen gesunken, ne? Ja, kommt jetzt. Ah, jetzt geht er mir runter. Das ist gut, ne? Mhm. Jetzt sind wir nämlich ruckzuck schon bei 130. Ja? Gut. Okay. Lass uns dann langsam schon mal. Machen wir alles fertig. BZ, wie viel war der BZ? Der war 120. 120? Ja. Okay, alles gut. Machen wir halt den Transport fertig. Ja. Wir bringen Sie erstmal zum Stuhl. Okay. In die frische Luft. Ja. Okay. Lass uns erstmal hier raus. Das ist sowieso hier total eng. Die Schnittwunden der Witwe sollen im Krankenhaus versorgt werden. Den Sanitätern ist es sehr wichtig, die 53-Jährige psychisch aufzufangen. Ihre Tochter ist immer noch geschockt, dass es ihrer Mutter so schlecht geht.
Eine Besucherin sorgt gleich für noch mehr Aufregung. Alina, wo ist denn Flash? Wir haben ihn dort hinten festgemacht. Das macht dir keine Sorgen. Kannst du dich um ihn kümmern, bitte? Natürlich. Mensch, wir kriegen das hin. Wichtig ist erstmal, dass es dir besser geht. Ja, gut. Ja. Das ist die Frau Pieper? Sagte sie gerade. Ist einfach hier stolz hier reinspaziert. Schön, Frau Pieper, ja. Wie können wir Ihnen denn helfen? Ich möchte zu Frau Eickhoff. Ich sehe im Moment, komme ich sehr ungelegen. Ich weiß, das ist öfter mal so. Ich bin nämlich Gerichtsvollzieherin. Okay. Wann kann ich mit der Frau Eickhoff sprechen? Also jetzt gerade eher schlecht, weil es ihr ja gerade gesundheitlich nicht so gut geht. Ich habe bereits mehrfach versucht, sie telefonisch zu erreichen. Ja. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht so gesund, dass Sie hier sind. Ja gut, genau passiert ist, dazu können wir Ihnen jetzt keine Auskunft geben. Aber jetzt dringend mit ihr reden. Gut, dann warte ich einen Moment. Die Situation ist gerade ein bisschen ungünstig. Das sehe ich durchaus, ja. Ruhig atmen. Nee, nicht so viel, Luft holen. Tolga, Hyperventilation. Ganz ruhig. Was ist mit ihr? Ja, da haben Sie einen Jackpot jetzt gerade. Ne? Ganz ruhig. Bei einer Hyperventilation, das kann jedem passieren. Das ist ein Stress, der gerade in dem Moment entsteht. Und man kann sich im Alltag damit helfen, dass man einfach eine Tüte nimmt. Wir haben eben eine Hyperventilationsmaske. Und dadurch können wir in diese Maske rein atmen. Jeder denkt, da bekomme ich doch erst recht keine Luft. Aber der Körper braucht CO2, einen geringen Teil. Und damit kann man diesen Haushalt im Körper wieder ins Gleichgewicht bekommen. Genau. Ganz ruhig hier. Sie bekommen Luft. Sie bekommen Luft. Auch wenn das dazu ist, das muss sein. Ne? Sie haben gerade, atmen Sie viel zu viel. Das ist so. Ne? Ist das jetzt entstanden, als sie hier reingekommen ist? Bitte? Ist das jetzt gerade entstanden, als sie hier reingekommen ist? Ja, CO2 ist ja. Sie atmen zu viel CO2 aus. Ne? Genau. Sie haben zu viel Sauerstoff jetzt. Hört sich zwar jetzt blöd an, aber ist so. Ja, genau. Sie müssen ruhiger werden. Ne? Der Haushalt muss jetzt sich wieder regenerieren. Ganz ruhig. So, und Sie gehen am besten mal gerade mal von der Bildfläche, weil ich glaube, sobald man Sie sieht, Sie können ja jetzt nichts für, aber das war jetzt echt kontraproduktiv. Als die Gerichtsvollzieherin kam, habe ich sie zunächst gar nicht wahrgenommen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie da steht. Und dann redet sie und redet und ich dachte, das kann man doch alles später klären. Sie hat meine Mutter noch unnötig aufgeregt. Ist jetzt besser geworden? 99? Ja, geht runter. Genau. Ich nehme sie jetzt wieder ab. Alles wird gut. Okay? So, siehst du, selbst der Hund findet das auch nicht mehr so toll. Alles gut. Ah, sie lachen wieder, das ist gut. Dann geht es schon etwas besser. Alles klar. Ja, sind wir bereit? Hast du einen Blutdruck, die Werte? Jetzt sehen Sie, jetzt haben Sie auch ein Bilderbuch Blutdruck. 120/60. Aber sind wir noch ein bisschen tachykard, ne? Das ist aber jetzt wieder Hyperventilation. Okay, gut. Dann Vorbereitung mit Frage. Wer sind Sie denn? Die Frage vorbei. Mein Name ist Pieper, ich bin Gerichtsvollzieherin. Ich würde gerne, Sie sind... Ich bin die Tochter. Ja. Frage vorbereiten. Ja. Ich würde gerne mit Ihrer Mutter sprechen. Ihr geht es gerade nicht, sehr ungelegen. Ja, es geht um Ihre Mietschulden bei Ihrem Vermieter. Die sind leider mittlerweile auf fast 2.000 Euro aufgelaufen. Deswegen habe ich versucht, Sie zu erreichen, Frau Pieper. Ich sehe, es geht Ihnen ganz schlecht. Ich möchte auch wirklich nicht stören. Das, können wir das vielleicht, ich will nicht, dass Sie noch mal, dass es Ihnen noch schlechter geht. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Auch das noch. 2.000 Euro Schulden, das ist echt eine Menge Geld. Warum hat sie mir denn nichts gesagt? Ich hätte ihr doch geholfen. Und dann wäre es alles gar nicht so weit gekommen. Ihr Vermieter hätte gerne 2.000 Euro Mietschulden von Ihnen. Ich weiß, das ist jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich muss auch irgendeine Rückmeldung geben, Frau Eickhoff. Ich habe das Geld doch nicht. Sehen Sie, Sie hätten auf mein Schreiben antworten können. Ich habe Ihnen ganz oft geschrieben, ich habe auch angerufen. Da kam leider nichts. Die Briefe drin auf dem Tisch. Ich habe die nicht aufgenommen. Nee, sehen Sie, wenn Sie reagiert hätten, dann hätten wir darüber reden können. Dann gibt es für alles eine Lösung. Ich bin sicher, wir hätten eine Lösung gefunden. Wie wäre es denn beispielsweise, wenn ich mich bei Ihnen für Ratenzahlung einsetze? Ich kann das bezahlen. Wir fangen mit 500 Euro an, Mama. Ja, das meine ich. Und ich bezahle das jetzt für dich. Und wir machen. Ja, aber es muss irgendwie gehen. Und bevor alles noch schlimmer wird, ich bezahle das jetzt für dich und dann gucken wir weiter. Also haben Sie in Ihrer Tochter eine große Unterstützung. Also ich würde das gerne annehmen. Wir müssen nur wirklich Butter bei die Fische tun. Super. Wenn Sie das heute noch überweisen könnten, die Rate, das ich bin sicher, dann wird der Gläubiger mit sich reden. Ja, auf jeden Fall. Müssen Sie sich darum zumindest mal keine Sorgen mehr machen, Frau Eickhoff. Also sehen Sie, für alles gibt
gibt es eine Lösung, ja? Und schön konnten wir ein Lächeln in ihr Gesicht zaubern. Ich wünsche Ihnen danke. Alles Gute und sehr gut. Danke. Auf Wiedersehen. Okay, wollen wir? Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Frau Eickhoff hat natürlich jetzt ein Problem, aber man kann Probleme lösen. Sie hat natürlich einen Job verloren, aber es gibt so viele professionelle Stellen, es gibt Hilfe, die Tochter ist da, Familie ist da und sie muss sich nur helfen lassen. Also da braucht sie sich gar keine Sorgen zu machen. Es ist ein schwerer Weg. Man muss natürlich auch mal den Tod des Mannes bedenken, dass sie vielleicht da auch psychologische Behandlung bekommt. Aber ich denke mal, sie hat da wirklich gute Chancen auch, dass man ihr hilft. In der Klinik werden die Scherben im Rücken der Frau entfernt und ihre Kopfplatzwunde genäht. Die Tochter der Witwe zahlt die kompletten Mietschulden in Raten zurück und besucht ihre Mutter nun häufiger. Um mit ihrer Situation besser fertig zu werden, beginnt die 53-Jährige eine Therapie. Bald findet sie auch wieder eine Anstellung.